Hallo ihr Lieben. So, ihr wolltet ja mein Album, das ich auf meinem Blog gepostet habe, auch von innen sehen. Das geht eben, finde ich, immer besser über Video, weil ja, da muss ich nicht so viele Fotos machen. Ja, das ist das kleine Album. Das hat 6x6 Inch, also 15x15 cm groß. Das Papier ist von DoCrafts. Das heißt Madame Pierrot. Ja, und das finde ich total schön und ich habe das die ganze Zeit gestreichelt und jetzt dürfte es aber zum Album bzw. zu mehreren Sachen gemacht werden, weil ich habe das Ganze, also das ist jetzt das 6x6 Papier und ich habe das Ganze auch noch in 12x12 Papier. Das zeige ich euch gleich. Ja, die Stanzen sind, habe ich ja geschrieben, von Kulrike, von der lieben Katrin. Ja, die finde ich super toll und ja, die sind auch meistens auf meinen Alben drauf. Und die Aufkleber, die 3D-Schmetterlinge, die sind auch aus dem DoCraft-Set. Das hat mal Angelika vorgestellt bei HSE und das habe ich mir gleich geschnappt. Ja, und ich finde es total schön. So, innen sieht das Ganze jetzt so aus. Kipp's mal ein bisschen, oder ich gucke mal mit der Kamera, wenn ich das jetzt noch eins hochkippe. Ja, ich glaube, so geht es besser. So, ja, hier habe ich eine Ecktasche gemacht und habe hier, da gibt es noch so kleine, hat es noch so kleine Kärtchen dazu gegeben von DoCrafts. Das habe ich mir hier so rangeklebt und dann kann ich hier noch, ja, Fotomatten oder Text mit reinstecken. Dann habe ich hier noch einen kleinen Tag gestempelt. Das ist jetzt eine Stanze und ein Stempel von Stampin' Up. Und habe hier noch eine kleine Blüte mit drauf gemacht. Das ist auch von Stampin' Up. Ja, und hier sind die Seiten. So. Und zwar funktionieren die Seiten hier bei dem Album so. Jetzt muss ich ein wenig zurück, dass man das alles so aufklappen kann und dann praktisch wie eine 12x12 Seite hat. Ist ja nicht 12x12, aber wie so eine Layout-Seite. Also man kann sich das auch im gleichen Papier machen, kann sich ein Layout damit gestalten, je nachdem, wie man das will. Ich habe sie jetzt einzeln gestaltet. Ja, ist ja nicht ganz 12x12, weil die Seiten haben 5,5 mal 5,5 Inch jeweils. Ja, und so werden die dann auch wieder zusammengeklappt. So, das sind jetzt dreimal, geht das immer so die gleiche Richtung. Hier seht ihr auch schön die Papiere. Ja, ich fand, das kommt halt hier super gut zur Geltung. Ich muss dann halt nur gucken, ich werde da auch dann nur kleine Bilder mit reinmachen, dass das Papier halt einfach noch wirkt, weil das finde ich halt, ja, einfach schön. Also kommen nur kleine Fotos, beziehungsweise auf die einfarbigen kann man auch ein größeres Foto machen. Aber auf die, ja, schönen Papiere dann nur kleine. Weil dann kann ich sie noch ein wenig weiter streicheln. So, das geht hier jetzt wieder runter und wieder rüber. Das ist dann jetzt die dritte Seite. So, und die nächsten drei Seiten habe ich jetzt entgegengesetzt gemacht. Das heißt, die gehen jetzt nach oben in diese Richtung. Dann sieht das Ganze, ups, so aus. Ja, und dann kann man halt auch, wenn man will, je nachdem, welche Papiere das man hat, noch Taschen mit drauf machen. Also ich habe das jetzt eher ziemlich ruhig gehalten, weil ich einfach, weil die Papiere so viel erzählen. Und ja, wenn man jetzt einfarbige Papiere hat und dann kann man noch Taschen und was weiß ich, da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, und das ist die letzte Seite. Und hier hinten habe ich auf das Cover jetzt auch wieder eine Ecktasche gesetzt und noch die Karte dran gesetzt, weil ich die einfach schön finde. Ja,
Und so sieht das Album, das ich gestaltet habe, das 6x6, von innen aus. So, jetzt zeige ich euch noch, hier habe ich noch, das waren meine ganzen Leichen, die ich hier noch liegen habe, wo ich nur ja, den Rohling gemacht hatte und noch nicht fertig dekoriert hatte. So, die Kamera will irgendwie nicht so. Das ist das zweite, was ich mitgemacht habe. Da habe ich mir, als Marita letztens da war, habe ich mir, das war mal ein Set von Angelika mit Prägefoldern, das habe ich mir hier ausgeschnitten und habe mir Memories gestempelt und ja, und Schmetterlinge gestanzt. Das sind SU-Stanzen. Ja, und habe mir das so gestaltet. Und das geht jetzt hier auf. Das sind jetzt auch wieder die schönen Papiere mit drin. Das geht einmal so. Und dann ist hier noch eine Seite. Die kann man hier aufklappen. Dann kann man hier auch kleine Fotos. Oder man macht ein... Ups, ich muss auch ein bisschen rüber. Oder man macht einen kleinen Journaling-Spot, also wo man was draufschreiben kann mit drauf. So, und das Ganze geht hier rüber auch nochmal auf. Irgendwie möchte meine Kamera jetzt gerade nicht. Ist heute aber auch ein furchtbares Licht draußen. So, und hier ist nochmal eine... Ja, Gatefold, also eine Tür, das kann man sich dann auch noch gestalten. Das ist alles mit Magneten gemacht, verkehrt rum, so rum. Und dann habe ich noch, last but not least, mein Album in a Box gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich noch eins zurückgehe, ob er sich, nee, da ein wenig schärfer stellt. Nee, er will nicht. Jetzt komme ich noch mal ein bisschen näher ran. So, da habe ich auch wieder meinen Schmetterling gestanzt und habe, das sieht man hier so jetzt gar nicht in der Kamera, doch wenn ich so ein bisschen schräg halte, habe mir die Hummelchen hier mit Crystal Effects bzw. Glossy Accent überzogen und habe hier jetzt Pics from Henny's hingemacht. Das ist mit, also weiß gestempelt auf Transparentpapier. Ja, und die Box habt ihr ja schon gesehen, da habe ich ja eine Anleitung davon gemacht. Ich zeige sie euch jetzt gerade mal noch von innen. So, also ich habe jetzt nur mal hier eine Fotomatte schon mal so reingemacht. Die habe ich aber noch nicht alle fertig. Ich habe jetzt nur das Grundgerüst. Außerdem habe ich hier ziemlich lapprisches Papier gehabt. So, ich glaube, ich muss einfach mal ein wenig Licht einmachen. Vielleicht sieht man es dann ein wenig besser. Das ist ja heute fürchterlich. So. Ich gehe mal eins zurück. Gehe mal noch ein bisschen vor. So, hier, das ist der Deckel. Und hier ja, sind eben die Taschen, die man auf und zu machen kann. Und jetzt schimpft mal wieder mein kleiner Hund, wie immer. So, und ja, die sind alle gleich gestaltet. So. Die Seiten auch alle mit dem super schönen Papier. Das ist jetzt echt blöd, weil es so groß ist, das alles einzufangen. Mal ein bisschen vor.
So sehen die Seiten jetzt aus. Das ist das 12x12 Papier. Hier wieder und hier wieder ein Fach für Text reinzustecken. Und hier wieder die Aufklappseiten. Hier werde ich mir wohl auch noch auf das einfarbige Papier noch eine Tasche vielleicht mit draufsetzen. Aber das mache ich mir alles, wenn ich das Album gestalte. Und überall hier drin, wie gesagt, habe ich ja, das alles noch ausgekleidet. Also das ist überall gleich. So. Und das Ganze habe ich mir jetzt mit 6 Seiten gemacht. Also das könnt ihr ja variieren, wie viel ihr reinmachen wollt. Hier sehe ich gerade, habe ich eine Seite nicht festgeklebt. Haha. Aber schön, dass man es dann nochmal durchguckt. Das ist immer, wenn ich mir alles so reinlege und ich schneide mir ja dann die Papiere immer direkt alle gleich nacheinander. Hier ist alles festgeklebt. Und dann kann das alles mal passieren. So, und das ist die letzte Seite. Ich finde diese Papiere endschön. Die sind so, ach ja, da geht mein Herz auf. So. Und das ist meine kleine Führung gewesen durch Madame Pairots Papier von Du Crafts. Und jetzt ist hier mein Schmetterling abgegangen. Finde ich auch super. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie mir. Und bis bald. Tschüss.